Hallo, ihr wundervollen, hallo, lieber Zwilling. Ich freue mich sehr, dass du da bist für deine Monatslegung für den Monat November. Wie schon in die Karten, was auf dich zukommt, an Hürden, an Geschenken, an Tipps und so weiter. Das schauen wir uns alles ganz genau an. Und ja, wir machen das mit dem Tarot und auch noch mit Orakelkarten und so weiter. Denk immer daran, dir auch die Legungen zu deinem Aszendenten, Mond und Venuszeichen anzuschauen, um wirklich einen allumfassenden Überblick zu bekommen. Und jetzt würde ich sagen, wir starten rein. Und zwar erstmal mit dem Weisheitsorakel, um zu gucken, wie ist denn die Grundenergie, ja, für die Zwillinge im Monat November? Wow, es geht hier um die Yin-Energie. Also es geht hier wirklich um das weibliche Prinzip. Und das zeigt mir, dass du vielleicht aktuell sehr, sehr viel in der männlichen Energie bist, ja, und aktuell sehr, sehr viel am Machen und am Tun. Denn die männliche Energie ist, ich habe ein Ziel, ich will das erreichen, ich tue was dafür, ich arbeite viel, ja. Also vielleicht hast du dich sogar auch ein Stück weit aufgearbeitet in letzter Zeit, ja, sehr, sehr viel gegeben, sehr viel getan. Vielleicht warst du auch rastlos, ruhelos. Und hier die Yin-Energie zeigt, und das ist auch die Hohepriesterin zum Beispiel im Tarot, das ist wirklich das weibliche Prinzip der Hingabe, der Entspannung, des Genusses, des Seins. Also das Gegenteil von etwas erreichen wollen und eher: Okay, so wie es jetzt ist, so ist alles gut. Und wie viel mehr kann ich das genießen? Wie viel mehr kann ich mich hingeben? Auch Schmerz hingeben, Leid, aber auch Freude, Genuss, alles in die Hingabe zu gehen, ja. Und die Dinge nicht zu tun, um etwas zu erreichen, sondern aus der Freude zum Beispiel. Großes Thema und das scheint wohl für dich ein großes Thema zu sein. Okay, dann gucken wir mal rein. Mit welcher Energie gehst du denn rein? Da haben wir sie schon in den Monat November. Die Welt, okay, also deutet für mich darauf hin, dass du möglicherweise einen Zyklus abgeschlossen hast. Also das bedeutet vielleicht eine Beziehung, vielleicht einen Job, vielleicht eine Art und Weise zu leben, vielleicht. Es kann auch so etwas sein, dass du gesagt hast, ich will mein Haus irgendwie renovieren, ja, und dieser Zyklus ist jetzt abgeschlossen. Also, dass irgendetwas zum Abschluss gekommen ist und du jetzt bereit für etwas Neues bist und bereit bist auch mit der Welt vielleicht auch ein Stück mehr wieder in die Welt hinauszugehen. Vielleicht hast du dich lange, ja, so ein bisschen abgeschottet, um etwas zu erreichen. Das hast du jetzt erreicht. Und jetzt zeigt mir die Welt, dass du auch wieder bereit bist, mehr in die Welt hinauszugehen, in die Verbindung zu gehen, ja, etwas Neues zu erleben. Ein Stück weit auch, so könnte man sagen. Und hinten haben wir die Herrscherin. Und das zeigt mir, dass du auch hier wirklich in einer sehr, sehr schönen Energie bist. Die Herrscherin, auch hier wieder das weibliche Prinzip. Du bist in einer sehr schönen Energie. Du hast schon was für dich auch erreicht, zeigt mir die Herrscherin. Du gehst mit einer Energie rein in den Monat von, ich habe mir was kreiert, ich habe was erreicht, ich habe hier ein gutes Level irgendwie und ich möchte auch etwas Neues jetzt auf die Welt bringen, ja. Und hier ist einfach der Reminder eventuell auch mit dieser Karte hier für dich. Ja, du willst was Neues auf die Welt bringen und das ist wundervoll und nimm dir auch Zeit für den Genuss, ja. Okay, was haben wir denn hier als Hürde? Was ist denn die Hürde? Das war's nicht. Die Hürde des Monats. Wow, die Herrscherin ist auch die Hürde. Also die Energie des, ja, ich will jetzt was Neues rausbringen. Ich will was Neues auf die Welt bringen. Ich möchte ein Projekt auf die Welt bringen, eine Idee. Ich möchte Fülle für mich weiterhin kreieren. Das ist so ein bisschen auch die Herausforderung für dich, denn auf der Rückseite haben wir den Wagen. Es bedeutet auch ganz neues Terrain für dich. Vielleicht hast du zum ersten Mal in deinem Leben, in der Liebe oder im Beruf oder finanziell für dich eine gewisse Fülle kreiert. Vielleicht hast du zum ersten Mal auch jetzt ganz neue Ideen, wie du weitermachen möchtest. Und es ist eine Challenge, weil es
ganz neu für dich ist. Es ist, als würdest du in eine neue Identität reingehen, in diese Weiblichkeit, in diese Herrscherin. Ja, die Herrscherin, die ist so weiblich, die ist so in der Fülle, in der Liebe, die achtet auf sich, aber gibt gleichzeitig Liebe. Das ist wunderschön und neu für dich. Und ganz oft, wenn etwas so neu ist für uns, fangen wir wieder an, das zu sabotieren, damit wir wieder ins Altgewohnte zurückkommen. Und das ist hier die Herausforderung, dass du das nicht sabotierst, sondern in dieser tollen Energie weiterhin bleiben darfst. Und das bedeutet einfach, ja, neues Terrain erkunden. Ja, genau. Und da kann dir natürlich die weibliche Energie helfen, die einfach sagt, wow, geh nochmal mehr in die Hingabe von diesem Neuen, dass es auch ungewohnt ist. Ja, wie viel mehr kannst du das einfach annehmen? Okay, was ist denn das Geschenk des Monats? Die 5 der Münzen. Das Geschenk ist, dass du aus einem Mangel rauskommst. Da war ein Mangel, da ist ein Mangel, gefühlt vielleicht noch ein bisschen. Und du bist aber da rausgekommen. Da habe ich schon wieder den Wagen hinten. Also du kommst da raus, gerade wenn du bereit bist, in das Neue reinzugehen. Dann sehe ich das tatsächlich so, als würdest du einen Mangel, der schon lange in deinem Leben war, hinter dir lassen. Das könnte sein der Mangel von Liebe, ja, dass du immer das Gefühl hast, ich finde keinen Mann an meiner Seite. Ja, und plötzlich ist er da und sieht dich als die Herrscherin. Es kann finanziell sein, dass du immer das Gefühl hast, Mensch, mir ging es immer schlecht finanziell. Und plötzlich geht es dir ganz anders finanziell, weil du für dich hier einen Zyklus geschlossen hast, in einen neuen Zyklus reingehst. Und das ist wirklich ein Geschenk, dass du ein Gefühl von Benachteiligung ist, auch die 5 der Münzen. Hinter dir lässt, ja, und hier eine ganz neue Perspektive einnimmst. Ganz, ganz schön. Was ist denn der Tipp für dich, vor allem bezogen auf die Herausforderung, ja, mit der Herrscherin? Was ist hier der Tipp? Ja, der Tipp ist wirklich, 2 Dinge mit der 6 der Schwerter. Zum einen, hol dir Hilfe und Unterstützung. Erlaube dir, auch wenn du gerade in so einer guten Energie bist, sobald du merkst, oh, ich fange schon wieder an, diese Energie zu sabotieren, hol dir Hilfe und Unterstützung. Also es kann hier sehr, sehr sinnvoll sein, sich tatsächlich einen Coach, einen Mentor an die Seite zu holen, der dich begleitet auf einem gewissen Prozess, damit du weiterhin in diese Fülle für dich noch mehr werden, damit diese Fülle für dich noch mehr werden kann, ja, und du nicht wieder in alte Muster zurückverfällst. Weil wir kennen das auch von Diäten, oder? Wir fühlen uns gut, wir haben abgenommen, bababam. Und plötzlich schleicht es sich ein, dass wir wieder zurückfallen in alte Gewohnheiten, alte Essgewohnheiten und so weiter. Und da ist es natürlich super sinnvoll, sich jemanden an die Seite zu nehmen und zu holen, der einem hierbei helfen kann. Das sind schon mal die 6 der Schwerter. Und hier auch ganz deutlich für mich, die 6 der Schwerter, es muss in was Neues gehen. Also es ist einfach das Ungewohnte. Es ist ein neuer Lebensabschnitt und du kannst nicht wissen, was auf dich dort wartet. Ja? Diese Frau auf dem Boot, die fährt in was Neues und sie weiß nicht, was dort wartet. Aber sie hat für sich eine Sache entschieden. Das Alte lasse ich zurück. Es interessiert mich nicht mehr. Ich bin jetzt jemand Neues geworden. Und sie geht ins Neue und sie hat bestimmt Bauchkribbeln und alles. Aber auch hier die weibliche Energie kann helfen. Und zu sagen, ich weiß noch nicht, was da auf mich wartet, aber es ist besser als dieser Mangel. Und ich gehe da jetzt rein in das Neue. Was haben wir in der Liebe? Lass uns mal ganz konkret in die Liebe schauen für dich. Die 3 der Stäbe. Gefühlt wartest du hier auf eine positive Veränderung, auf einen Erfolg. Es scheint mir so, als würdest du es auch schon erahnen, das könnte gut werden. Es ist aber noch nicht so, dass es schon angedockt hat sozusagen, dass du ganz sicher bist. Aber es ist so ein Gefühl von, ja, mit diesem Menschen könnte das gut werden. Gleichzeitig mit dem Mond auf der Rückseite hast du hier gewisse Ängste. Also es erscheint mir fast so, als hättest du vielleicht jemanden kennengelernt und denkst, es könnte eigentlich gut werden. Aber dann kickt immer wieder der Mond rein mit alten Ängsten und hier, ne, mit diesem alten Mangel zum Beispiel. Und das kickt immer wieder rein und du bist so, ich weiß nicht, ich kann es wirklich. Und ne, dann kommen einfach die Ängste nachts vielleicht oder so, obwohl du eigentlich sehr positiv ausgerichtet bist und in der Liebe ist eigentlich sehr zuversichtlich
aussieht. Das kann natürlich auch in einer bestehenden Partnerschaft sein oder wenn du Single bist, dass du eigentlich positiv ausgerichtet bist und sagst, hey, ganz ehrlich, zur rechten Zeit wird schon der rechte Mensch kommen, aber immer wieder kommt die Angst, kommt denn jemand für mich, der wirklich zu mir passt? Wir werden uns das in der weiterführenden Legung näher anschauen, ja, was hier genau los ist, aber das ist schon mal so die Grundenergie. Was ist denn die Energie beruflich oder hobbymäßig, berufungstechnisch? Der Wagen, also wir haben hier eine starke Wagenenergie bei dir, ja. Der Wagen, beruflich gesehen, zeigt hier, dass es womöglich ja in die Selbstständigkeit für dich gehen könnte, für den einen oder anderen. Ist das für mich die Karte der Selbstständigkeit, wo man wirklich sagt, ich löse mich und ich gehe selbstständig meinen Weg. Es könnte hier mit dem Wagen aber auch eine wichtige Entscheidung anstehen, dass du wie an einer Weggabelung bist und es jetzt darum geht, welchen Weg gehe ich beruflich. Auch der Wagen zeigt mir, dass es vielleicht an der Zeit ist, deinen Wagen zu packen sozusagen und in ein neues Abenteuer tatsächlich hier zu gehen. Das sind die Dinge, die mir angezeigt werden. Und hier hinten haben wir den Pagen der Kelche. Und hier könnte eine Chance sich dir bieten, die sich gut für dich anfühlt, die sich so anfühlt, die hat so den Geschmack von nach Hause kommen, den Geschmack von Frieden, den Geschmack von Harmonie, Balance. Ja, das ist so der Geschmack hier mit dem Pagen der Kelche. Und du stehst jetzt quasi vor der Entscheidung, diese Chance zu ergreifen, deinen Wagen in diese Richtung zu lenken oder eben nicht. Ja, gefühlt ist die Tendenz dafür da, dass du es in diese Richtung lenken solltest, aber es natürlich einen Richtungswechsel erfordert. Ja, und ich sehe auch, dass so mit dieser Karte, diese Chance, die sich dir bietet, das ist nichts, worüber du Stunden nachdenken kannst. Das ist eine Chance, die bietet sich dir und die gilt es schnell zu ergreifen. Ja, es ist eine schnelle Energie. Hopp oder top. Ja, und das wartet hier auf dich. Willst du die Beförderung oder nicht? Willst du diesen neuen Job oder nicht? Kündigst du jetzt, weil sich jetzt dir irgendwie eine Chance bietet oder nicht? Lernst du jetzt dieses Hobby, weil es jetzt hier eine Chance ist oder nicht? Buchst du diesen Kurs jetzt zum Sonderrabatt oder nicht? So eine Energie ist das. Ne? Genau, die hier auf dich wartet. Wow, ich bin sehr gespannt. Ich werde mit diesen Karten gleich in der weiterführenden Legung gucken, wie denn der ganze Monat für dich weitergeht oder ausgeht, ja, also mit welcher Energie gehst du raus aus dem Monat, dann werde ich mit diesen Karten hier in die Klärung gucken und wir schauen uns ganz genau an, was hier los ist auf der jeweiligen Position. Ebenfalls werde ich das auch noch mit den Tea Leaves machen, sodass du hier wirklich sehr klare Botschaften erhältst und ich ziehe auch noch eine Göttin für dich, die dich im gesamten Monat begleiten wird mit ihrer Energie und deren Fähigkeiten und Kräfte dir auch zur Verfügung gestellt werden dann im Monat November. Du findest den Link zur weiterführenden Legung unten in der Infobox. Klick da einfach drauf und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite wieder. Ich freue mich sehr und sage vielen Dank fürs Einschalten. Bis gleich.